Willkommen. Unser heutiges Thema ist das bedingungslose Grundeinkommen. Ich wollte schon lange mal darüber sprechen und meine Meinung mitteilen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist in dem Programm der Parteien Die Linke und die Piraten verankert. Was bedeutet das? Jedem Bundesbürger soll ein Grundeinkommen garantiert werden. Das muss jetzt nicht besonders hoch sein, so ungefähr auf Hartz-IV-Satzniveau. Ich glaube, etwas über 400 Euro wurde schon häufiger vorgeschlagen. Das soll dann dadurch finanziert werden, dass es einen erhöhten Mehrwertsteuersatz gibt. Damit natürlich der Arbeitswille nicht liegen bleibt. Ich denke, wenn man 400 Euro schon so bekommen würde und dann keine höheren Steuern eingeführt werden würden, dann würde es ja für viele gar keinen Sinn machen, noch zur Arbeit zu gehen und sich im Prinzip Geld dazu zu verdienen. Ja, wann lohnt sich das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt? Wie schon gesagt, es ist sehr schwierig, das überhaupt zu finanzieren. Das geht nur über eine Steuererhöhung und wahrscheinlich über eine Mehrwertsteuererhöhung. Die Zahlen sind da sehr unterschiedlich. Teilweise wurde gesagt, das hängt dann aber auch mit der Höhe des tatsächlichen Grundeinkommens zusammen, dass die Mehrwertsteuer teilweise auf 50% angehoben wird, was ja der Horror ist. Also bei allen anderen teureren Anschaffungen, wenn man dann noch 50% Mehrwertsteuer drauf zahlen muss, dann musst du erstmal ordentlich im Job Geld verdienen, damit du es überhaupt leisten kannst. Soziale Gerechtigkeit wird häufig argumentiert. Aber ist das wirklich sozial gerecht? Wenn man im Prinzip alles erst einmal teurer macht, nur damit jeder eine gewisse Standardgeldsumme hat? Ich weiß natürlich nicht. Also du hast dann vielleicht Geld, um dir Lebensmittel zu kaufen. Das Nötigste fürs Leben. Dafür ist der Gedanke sicherlich nicht schlecht. Aber willst du etwas höher hinaus dir Luxusartikel kaufen, Technik, Reisen und was da alles zugehört? Das wird dann so teuer, dass es für die meisten kaum noch finanzierbar ist. Und deshalb ist meine Meinung ganz klar zu diesem Thema, das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht sinnvoll. Ich denke, dass jeder in Deutschland eine Grundsicherung erhalten kann, wenn er sie benötigt. Was haltet ihr davon? Bedingungsloses Grundeinkommen sinnvoll? Wie hoch sollte es eurer Meinung nach sein? Und was meint ihr? Wie finanziert man so etwas? Schreibt's in die Kommentare.